Arbeitgeber die Zukunft versauen. Und deshalb fordern wir lautstark. Wir stehen hier auf dem Rathausforum mitten in Berlin. Heute wirklich der Ort des Geschehens, wie Sie vielleicht hören im Hintergrund. Wir möchten mit Frau Walter von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen die nächsten Schritte des freiraumplanerischen Wettbewerbs zur Neugestaltung dieses Areals besprechen. Liebe Frau Walter, was ist denn ein freiraumplanerischer Wettbewerb? Wir aus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, wir organisieren Wettbewerbe für unterschiedliche Projekte und ein freiraumplanerischer Wettbewerb beschäftigt sich hauptsächlich mit öffentlichen Räumen und es geht darum, für all diese unterschiedlichen Funktionen und Anforderungen an einen Raum ein Gesamtkonzept zu entwickeln, eine übergeordnete Idee, eine Leitidee, die für den Raum trägt, die man erkennen kann und an der man sich dann auch später orientieren kann. Dieser Wettbewerb ist für uns auch etwas Besonderes, obwohl wir ganz viele Wettbewerbe vorbereiten, weil es so ein zentraler, großer Ort ist und weil er so eine große Wichtigkeit auch für Berlin hat. Und deswegen sind wir schon lange dabei, diesen Wettbewerb auch vorzubereiten, haben dort unterschiedliche Materialien gesammelt und umgesetzt in eine Aufgabenstellung. Wichtig waren dabei auch die Partizipationsgedanken, also die Bürgerbeteiligung, was die Bürger sich für diesen Ort wünschen. All das hat sich in der Auslobung des Wettbewerbs wiedergespiegelt. Am 9. März bereits wird die Abgabe der Wettbewerbsergebnisse sein für die erste Phase, denn es ist ein zweiphasiger Wettbewerb. In der ersten Phase geht es darum, die besten Konzepte herauszufinden. Das wird eine Jury aus Fachleuten tun und die wird eine bestimmte Anzahl von Teams auswählen, die dann die Gelegenheit haben, in einer zweiten Phase die Wettbewerbsergebnisse auszuarbeiten und zu qualifizieren auf ihre auf Alltagstauglichkeit zu überprüfen. Soweit sind wir sehr gespannt auf die Ergebnisse sowohl der ersten als auch der zweiten Phase. Das Rathausforum erstreckt sich ja vom Fernsehturm bis zur Spree. Wird dieses große Areal im Wettbewerb in einzelne Teilbereiche unterteilt, Frau Walter? Der Wettbewerb unterteilt das ganze Gebiet auf jeden Fall in einzelne Teilbereiche, weil wir haben nicht nur unterschiedliche Bereiche, sondern wir haben auch ganz unterschiedliche Atmosphären hier und wir haben ganz unterschiedliche Nutzungen hier, die alle auch in der Wettbewerbsaufgabe einzeln beschrieben sind. Sie sehen im Hintergrund zum Beispiel die Marienkirche, die ja sehr prägend für den Ort ist und ein Umfeld hat, was vor gar nicht so langer Zeit in dieser Form auch hergestellt wurde. Und das ist zum Beispiel ein Baustein, der als gegeben ist in diesem Wettbewerbsverfahren, weil das schon ein sanierter Ort ist. Und auch im Fernsehturm gibt es schon einige Bereiche, die in den letzten Jahren saniert worden sind. Die werden nicht noch einmal angefasst, sondern sollen in das Gesamtkonzept für das Areal integriert werden. Wir haben auch in diesen Wettbewerbsverfahren Realisierungsteile. Das heißt, das sind Orte, die direkt nach dem Planungsverfahren, wenn eine Ausführungsplanung hergestellt wurde, umgesetzt werden sollen. Und wir haben Ideenteile. Das sind zum Beispiel die Straßen, die dieses Areal eingrenzen. Dafür sollen neue Ideen entwickelt werden, wie man anders mit Verkehr auch an der Stelle vielleicht umgehen kann. Und das sind Diskussionsgrundlagen. Dazu wird es, wenn man ausreichend darüber diskutiert hat und die Realisierbarkeit und so weiter nochmal überdacht hat, wird es nochmal weitere Planungsverfahren geben, bevor dort auch eine Umsetzung stattfindet. Was der Wettbewerb auch bringen soll, sind Vorschläge für temporäre Maßnahmen, damit möglichst in naher Zukunft auch erkennbar wird, was dieser Ort eigentlich alles bieten kann und wo man schon ihn neu auch bespielen kann. Auf jeden Fall der Platz vor dem neuen Rathaus wird einer dieser Orte sein, an dem man mit temporären Maßnahmen als erstes etwas
umsetzen will. Und ein Punkt des Ideenteils werden auch die archäologischen Fenster sein. Das heißt, die unterirdische Welt, die bisher noch nicht erkennbar sein wird. Aber wir wollen in diesem Wettbewerb Ideen dafür haben, wie man diese Orte auch zukünftig erlebbar machen kann. Inhaltlich setzt der Wettbewerb einige Schwerpunkte. Hier ist einmal die Bedeutung als Grün- und Erholungsort zu nennen, aber auch die Verknüpfung der Teilräume sowie die Verkehrssituation. Frau Walter, können Sie uns hierzu ein paar Erläuterungen geben? Ein wichtiges Thema der Wettbewerbsaufgabe ist, dass die Teilnehmer eine grüne Oase hier schaffen, dass sie eine grüne Oase entwerfen, dass das Teil ihres Gesamtkonzeptes wird und dass die unterschiedlichen Grünbereiche miteinander vernetzt werden. Bestehende Bäume sollen sie erhalten und sollen sie teilweise noch ergänzen in Baumgruppen oder auch in kleinen Alleen, wie auch immer, was ihren Konzepten entspricht. Und sie sollen vor allen Dingen darauf eingehen, wie dieser Ort oder was dieser Ort braucht in Zukunft, bezogen auf den Klimawandel. Dort sollen sie Lösungen liefern in drei Perioden, wie sich der Ort dann verändern kann. Und sie sollen ein Regenwasserkonzept entwickeln, was auch auf diese Klimaveränderung und deren Folgen eingeht. Das heißt zum Beispiel Verdunstungsflächen herstellen für Regenwasser, schattenspendende Baumgruppen entwerfen und so weiter. Innerhalb des Wettbewerbsverfahrens gibt es auch für Sie als Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Wir informieren Sie vor dem Roten Rathaus. Dort gibt es eine Open-Air-Ausstellung. Dort können Sie etwas über die Auslobung und auch noch mal über die Wettbewerbsaufgabe nachlesen. Und es gibt ja in diesem zweiphasigen Verfahren zwei Jury-Sitzungen mit den Fachleuten. Und am Tag vor der Jury-Sitzung präsentieren wir Ihnen schon die Arbeiten online, weil wir noch unter Corona-Bedingungen arbeiten. Und Sie können Kommentare zu den einzelnen Arbeiten formulieren, die Jury sich dann auch durchlesen wird, die ihr vorgetragen werden und die sie in ihre Entscheidung mit einbeziehen werden.